So Leute, endlich haben wir unsere Ruhe und können ja. Sieht nicht aus wie eine Verbindung. Und können ja in Ruhe unsere Verbindungen suchen. Jetzt spoilere ich euch gleich mal eine Runde. Ich glaube nicht, dass sie das ist. Weiter. Das ist anscheinend keine Verbindung. Wir sollten weitersuchen. Einmal wieder eine. Da, wieder eine. Ich glaube nicht, dass wir schon alle gefunden haben. Dann mal wieder eine. Geschafft. Wir haben jetzt Zugriff auf den Sender. So, dann wollen wir sagen, reden wir mit dem Sender. Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr... lange geben. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postquotianischer Zyklus bestätigt. Was sind Sie? Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Systeme werden runtergefahren. Warten Sie kurz! Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tiegel fertigzustellen. Ist das ein Proteaner? Ich bin das Gedächtnis von einem. Ich bin Vendetta, ein modernes virtuelles Konstrukt von Pashek Vran, Leiter des Projekts, das sie Tiegel nennen. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Tranbir 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Von dem ersten Proteaner, den wir treffen, wollte ich was anderes hören. Okay, dann gucken wir mal. Wir brauchen Ihre Hilfe. Der Tiegel, es ist doch nicht vorbei. Wir brauchen Hilfe. Noch besteht Hoffnung für den Zyklus. Was ist bloß der Katalysator? Billionen von Leben stehen auf dem Spiel. Es stehen immer Billionen Leben auf dem Spiel. Doch wenn die Reaper schon da sind, um ihren Zyklus zu beenden, kommt dieses Gespräch zu spät. Wir können den Zyklus durchbrechen. Wir haben ihre Pläne für den Tiegel gefunden und bauen ihn bereits. Der Tiegel ist kein Entwurf der Proteaner, sondern das Ergebnis von zahllosen galaktischen Zyklen, die Jahrmillionen zurückreichen. Jeder Zyklus fügt etwas hinzu, jeder verbessert ihn. Doch bisher hat niemand die Reaper damit erfolgreich besiegt. Dann werden wir die Ersten sein. Was ist der Katalysator? Wenn Sie den Kampf fortsetzen möchten, werde ich Sie nicht daran hindern, obwohl ich Ihre Erfolgschancen für minimal halte. Wir gehen das Risiko ein. Gut, wenn Sie den Plänen für den Tiegel gefolgt sind, integriere ich mich in Ihre Systeme und helfe bei dem Katalysator um. Indoktrinierte Präsenz geortet. Aktiviere Sicherheitsprotokoll. Oh mein Gott, da ist der hässliche Kopter. Sie haben die Wissenschaftler getötet. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Shepard. Wie kamen Sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihre Proteaner-Expertin die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oder zur Zerstörung. Verdammt, Shepard. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten. Und nichts bliebe übrig. Ken. Sie haben vergessen, wofür sie standen. Cerberus sollte das Schwert der Menschheit sein, kein Dolch im eigenen Rücken. Poetisch. Aber wie üblich, am Thema vorbei. Die Welt hat mehr Grautöne, als sie zugeben wollen. Mit den proteanischen Daten in diesem Sender beende ich endgültig diesen Konflikt. Sie können für mich oder gegen mich sein. Da ist kein Platz für Grautöne. Nein, vermutlich nicht. Lang, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihm ab. Und bringen Sie mir die Daten. Wird gemacht. Einmal... Ich wurde getroffen! Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade!
Achtung, der Jäger! Zweimal. In Deckung! Ich muss mich wieder aufladen. Geben Sie mir Feuerschutz! Der Jäger geht in Stellung! Okay, ja, ja. Hat der Spaß für Sie ein Ende, Shepard. Wirklich schade, dass die Guten immer scheitern. Boah, das ist so ein Kack mit diesem Scheiß. Es kann nur ein Ende geben. Unterstützung anvisieren. Okay. Cerberus bedankt sich für Ihre harte Arbeit. Das ist so ein Arschloch. Toll. Wir haben jetzt da unten schon durch die Gegend, ja, typisch. Shepard! Festhalten! Dam, 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 dam! Damo verschissen! Damo verschissen, Damo verschissen! Ist jemand auf dieser Frequenz? Hier, Lieutenant Kuhlen! Mein Trupp ist umzingelt! Hier, Shepard! Was ist Ihre Position? Wir hören Sie, was ist Ihre Position? Der Lieutenant ist tot, unsere Zone bricht zusammen. Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie. Moment, da kommt ein Reaper. Bitte, ist da jemand? Ich... Oh Gott, nein. Toll. Jetzt haben wir alles verloren. Die Daten, die Asari und wir haben noch die Lara. Shepard, sind Sie da? Commander! Ratsherrin, die Mission ist... Der Kontakt zu Tessia ist abgerissen. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratsherrin, schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Warum nicht? Cerberus war da. Wir wurden... Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Und ob? Ich... Was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Ich muss gehen. Lene,
müssen entwickelt werden. Es geht um den Fortbestand unserer Zivilisation. Ich habe nie mit diesem Tag gerechnet. Dam, dam, dam! Es tut mir leid. Die Asari-Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Bringen Sie uns raus. Shepard. Ich... Ist okay. Alles niemand gut. Konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Es ist mein Job, vorbereitet zu sein. Immer. Und jetzt sind Tessia und die Katalysatordaten verloren. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. James hat recht. Weiß jemand, wo sie sich verstecken? Irgendwer? Commander. Sagen Sie mir, dass Sie was haben. Spezialistin Trainer konnte Kai Lengs Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Leider verschwindet das Signal dann im Lyra-System. Natürlich tut es das. Allerdings wird das Signal aktiv blockiert. Was? Im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Und etwas an diesem Ort blockiert aktiv sämtliche Signale aus diesem Abschnitt des Weltraums. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Trainer, Edie, gute Arbeit. Und jetzt müssen wir die Gelegenheit auch nutzen. Ich war auf Horizon im Lyra-System stationiert. Damals gab es dort keine Cerberus-Präsenz. Eine schwache Spur. Hoffentlich die richtige. Mir ist egal, wie schwach die Spuren sind. Cerberus darf uns jetzt nicht mehr aufhalten. Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Wegtreten. Jawohl! So machen wir. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Boah, wisst ihr, das kotzt mich immer so an. Shepard, ich habe von Tessia gehört. Wir waren ganz nah dran, Anderson, diesen verdammten Krieg zu beenden. Sie dachten doch nicht, es würde so einfach werden. Ich wusste von Anfang an, dass bei diesem Krieg keine Minute einfach würde. Aber der Fall von Tessia und das Wissen, dass ich verantwortlich war. Shepard, wissen Sie, wie oft ich in all den Jahren schon furchtbar einstecken musste? Dass ich den Erstkontaktkrieg überlebt habe, war ein Wunder. Sie sagten, ich sei ein Held. Und ich war froh, davongekommen zu sein. Gut, Kai Leng hat Sie geschlagen. Na und? Das könnte uns den Krieg kosten. Die Jungs im Widerstand wissen, dass sie auf verlorenem Posten stehen und sie schlechte Chancen haben, den nächsten Tag zu erleben. Aber wir bleiben dabei. Ich stehe jetzt in London. Überall sind nur Trümmer. Ich wurde hier geboren und werde wohl auch hier sterben. Zeigen Sie uns die Reaper und wir gehen das Risiko ein. Sie schaffen es, Anderson. Und wenn alles vorbei ist, zeigen Sie mir London. Wir müssen es vorher neu streichen. Es wird bald vorbei sein. Hoffentlich. Schütteln Sie das ab. Mach ich. Anderson Ende. Der redet so ganz leicht von der Schulter. Na komm. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt erstmal wieder um die Cerberus-Präsenz. Ich mache die Prioritätsmission jetzt erstmal. Dann fliegen wir jetzt mal eine Runde weiter.
Ja, komm. Gehen wir mal in die komische Kommunikationszentrum da rein. Und herum. Diese Besiedlerwelt lag schon lange vor dem Krieg gegen die Reaper im Schatten einer Katastrophe. Ihr Mond kommt immer näher, was zu Störungen der Gezeiten und elektrischen Stürmen führt und irgendwann einer Kollision enden wird. Als die Menschen sich auf Unterhom ansiedelten, hielten die Asari das für dumm. Aber aus heutiger Sicht war der Schritt überaus klug. Das Kommunikationszentrum, das sie auf dem Planeten errichtet haben, verfügt über hunderte von Quantenkommunikatoren, deren Informationen auf dem ganzen Planeten gesendet und über Kommbalken auch nach draußen übertragen werden. Und darum wurde zwar noch nicht von den Reapern angegriffen, aber das ist sicher nur eine Frage der Zeit. Leary und Garrus. Leary, Edimani, sorry. Das passt, oder? Dann wieder 8 Punkte.